Moin Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von unserer F1 Fahrerkarriere. Aus Season Nummer 2. Aus Monaco. Wir haben trockene Bedingungen das gesamte Wochenende über, also Sonne, Sonne, Sonne. Das heißt also, wir haben schon mal einen gewissen Vorteil nach dem Horrorrennen in Portimao, was halt echt absolut stressig war. Wunderschöne Monaco, wo ich auch unbedingt mal hin wollte. Oh ja, Sandewood. No hurricanes in the Sandewood, please. Let's go. Alter, leck, 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 leck. Alter, was hat das Game für Mikrolecks? Ja, warte, dann warte ich, bis die eine Teilkunst fertig rübergeladen ist. So, ist fertig. So, jetzt müsste eigentlich funktionieren. So. Vor allem, warum habe ich Mikrolex? Ja, genau, ich habe die Wand nicht mal angeschlagen eigentlich. Warum rutsche ich denn so? Alter, was ist das? Also Mikrolex. Also die Mikrolex waren alles komplett kaputt. Ja, genau. Nee. Das kann nicht an mir liegen. Ich habe genau alles offen wie gestern. Alter, ich bremse. Toll, danke. Game, danke. So, immer noch P19. Für Linie rutscht, so. Ja. Bei Mikrolex, weil Codemasters nicht programmieren kann. Weil es kann nicht an dem PC liegen. Es ist genau alle. Ich habe dieselben Dateien und ich habe generell eigentlich. Also es sind keine anderen Programme offen wie letztes Mal oder die letzten Aufnahmen. Beziehungsweise läuft der PC auch genau auf denselben Einstellungen. Es gibt also keine Änderung zum letzten Mal. Das ist irgendein Fehler bei, also in den Game. Und sie schaffen es sogar bei Copy and Paste aus dem Vorspiel irgendwie Bugs einzubauen. Ich sag nur Schlaglöcher Abu Dhabi, Bahrain, Shanghai. Ja. Bessere Session erwartet. Dann sorgt dafür, dass keine Mikrolags sind. Ich bin so hinter einem Haas.
Lächerlich. Das ist, oh fuck, zu spät. Alter, echt geile. Ah, doch, doch, doch. Da hat sich ganz schön was geändert. Vor allem im dritten Sektor. Für den Vergleich von Monaco, das ist eine Straßenstrecke, das hat sich schon einiges geändert. Bottas, du Idiot. Bottas! Danke, Bottas, du Idiot. Junge! Steck doch zurück! Was da nicht genau passiert. Aber ganz ehrlich, wenn er mich reinfährt, das ist nicht meine Schuld. Bottas ist, ich kann nicht Platz machen. Er hätte zurückstecken müssen. Oder lernen müssen, wie man überholt. Status-Teamkollege. Status-Teamkollege. Junge! Hä? Joey Nuts in Alpha Tauri, Alter. Das ist immer so weird. Aber egal, sind alles schlechter raus, als wir haben. Aber ich habe wieder Mikrolex.
Wir hatten eben Alpine, Alter. Das Lundgaard. Hat es immerhin geschafft, bis auf P7 vorzufahren. Egal. Rennstrategie. Rennstrategie. Als ob das Boxenstopp-Fenster sich in Runde, als ob das in Runde 13 ist. Hat Gasly jetzt gemacht? Ich bin gerade auf meiner Seite geblieben. Sollte man da nicht ein Safety Car nehmen? Da steht ein Auto auf der Strecke! Nee, das war nicht, die Unfälle waren bislang nicht meine Schuld. Ich habe jedes Mal genügend Platz gelassen. Code Masters! Ey, fucking Mikrolex, Alter. Alter, was hat das Spiel? Ja, ist mein Teamkollege vor mir. Also, dasselbe Auto wie ich. Plus, man muss auch fahren können damit. Ich will lustig, dasselbe Auto wie ich, aber ist halt deutlich langsamer. Ah, Junge. Genau. Alle klären nicht mal mehr auf 1, was? Ich dachte, er hat die zwar zwischenzeitlich auf 1. Eins, elf.
Okay, mit so einem extrem aufgerüstetes Auto ist aber auch kein Wunder. Wir sind mittlerweile so verdammt stark. Aber ich werde die KI zum nächsten Rennen definitiv hochstellen. Wir kriegen aber keinen, wir kriegen einfach Zahlseiten DS. Wow. Beide Ferraris drin, was? Okay, die fahren auch 12 Runden soft. Also, ich bin lustig. Wieso rutsche ich da? So leicht haben wir die Führung geholt. Fahrer hinter mir. Fahrer hinter mir. Ja, da fahren wir deutlich schneller als Lando. Ja, vor allem jetzt an der Box. Bin da 1,12. Ich weiß auch gar nicht, wie es mit, wie es überhaupt machen würde mit den, als ob schon. Ach, schön, dass die Wahl nicht stoppen. Das ist auch auf Medium gestartet. So, Tabak. Schön Schwimmbad-Schikane. Fahrer hinter mir. Okay, danke. Status Teamkollege. Junge, Junge, Junge. Let's go! Wir fahren nochmal richtig schön Zeit auf. Vor allen Dingen erhält Verstappen auf, was schon mal gut ist.
Hält nicht, wie gesagt. Status Konkurrent? Oh Junge, 12-4, okay. Bin deutlich stärker als der Red Bull auf jeden Fall, bislang. Ay, caramba, es wird noch so lustig. Wir holen nicht auf Verstappen. Wir fahren keine Zeit raus auf Verstappen. Egal, wir haben ein relativ gutes Polster. Ja, kein gutes Polster, aber egal. Als ob ich da übersteuern hatte. Boxeslap. Junge, Blue Flag, Blue Flag, Blue Flag. Blue Flag. Blue Flag! Blue Flag! Junge Matze. Alter. Alter, uns locker 2 Sekunden gekostet. Das ist auf meiner Inlap. Fuck! Ich will los, dass Mazepin im Alpha einfach mein letzter ist, im zweitschlechtesten Auto. Hop, 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 hop. Oh Mann, wie ist hier keine 80? Wieso tauscht den Frontflügel? Der ist nicht kaputt! Idioten! Ich wechsle das Team. Ich werde zum Ende des Jahres wechseln. Wegen euch bin ich so weit zurückgefallen, ihr Idioten! Ich werde safe Ende des Jahres das Team wechseln. Egal, ob wir Meister werden oder nicht. Oder sonst irgendwas passiert. Ist mir scheißegal. Ich werde Wiggins verlassen. Weil das geht's nicht. Der Frontflügel war heile. Und vergehen. Schön, dass ich jetzt angerufen werde. Da muss ich kurz rangehen, ist wichtig. Caramba. Moment.
Sorry, war wichtig. Lass mich noch kurz gucken, ob ich jetzt auch irgendwie wieder Mute habe. Sorry, war wichtig. Junge, F1 starte jetzt wieder. Alter, was für Lex! Status Teamkollege. Fahrer vor mir. Leck. Ich will lustig, irgendwie gefühlt alles, was in, also alles, was 21 im Namen hat, hat irgendwie Lecks. F1 2021, FIFA 21, die haben alle diese Mikroruckler. Okay, nicht Mikroruckler, aber die haben alle ihre Ruckler. Vor allem, ich bin irgendwas von EA, kommt mit einem 21 drin. Dann hat es irgendwie Ruckler. Wirklich. Ist mir bei FIFA 21 auch schon aufgefallen. Was so richtig unnötig ist. Wo ich mir denke, wie kann da Ruckler, wie können da Ruckler entstehen? Wie können da Lags entstehen? Status Teamkollege. Als ob da der 1,12,5 fährt. Junge, der fährt fast so schnell wie Verstappen. Das ist niemals Lundgren, der da vorne fährt. Safe nicht. Das ist Ratte oder so. Ey, ich stehe voll auf der Bremse und das Spiel denkt sich so, leck mich am Arsch, es wird nicht gebremst. Junge, Junge, Junge. Ey, ich bremse! Game, hast immer noch nicht kapiert. Ich spiel immer nicht kapiert, was Bremsen sind. Junge, Game! Also, das war eine. Ja, egal, es hat mir eh Zeit gekostet. Okay, die jetzt haben wir eh nicht.
Aber Lundgaard wird auch Platz machen können. Es geht um die Meisterschaft. Noch zwei Runden noch. Status Konkurrent. Nee, ne. Also. Status Konkurrent. Bitte DS, bitte DS, bitte DS, bitte DS. Ja, wir haben DS, geil. Ricardo, keine Schlangenlinien fahren! Junge! Junge! Nick Zickzack! Balla balla du! Ja, hast davon. Ja, uns ist mir scheißegal. Er fährt Zickzacklinien. Marzipan, halt's auf! Marzipan, halt's auf! No blue flag, no blue flag! Blaue Flagge, eine Illusion! Also, noch so viel Zeit aufholen in zwei Runden. Oder eineinhalb Runden. Die Überrundung könnten wir noch in die Karten spielen. Status Konkurrent. Was ist meine letzte Rundenzeit? Ja. Jeff, es ist trocken. Du Idiot. Jeff ist trocken. War doch in den Regeln. War kein Karten. Ah, Scheiße. Ah. Oh, ey. Toller Job, ja, das war meine Leistung, nicht eure. Ja, ey, das wäre so leicht geworden. Wir werden noch mal ein paar Sekunden, wir wären noch mal so gut 3, 4, 5 Sekunden vorher rausgekommen. Wilde Box mit dem Propflügel, die ich hätte wechseln müssen. Jetzt habe ich gegen Verstappen verloren, ey. Der Monaco, dritter Platz geht auf eure Kappe.
Na, Karamba, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.